Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und damit herzlich willkommen zu den täglich neuen Handelsbeginn heute am Montag, den 9. Juli 2018. Ich hoffe, Sie hatten alles in allem ein schönes und ja, ein entspanntes Wochenende, so wie Sie sich das Ganze auch vorgestellt haben. Mein Name ist Mike Seidel und ich freue mich auch heute wieder Live-Zuschauer hier direkt im Webinar auch zu haben. Fühlen Sie sich eingeladen, wenn Sie eine Frage haben, dann einfach hier im Chat auf Facebook diese zu posten und dann können wir direkt die Frage beantworten oder sehr gern auch Ihren Wunschmarkt anzuschauen. Elena und Ludger, einen schönen guten Morgen. Und auch hier live eine schöne neue Woche. Wir starten das Webinar obligatorisch mit dem Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit geht's auf die nächste Folie zu den Tagesnachrichten. Nachrichten hatten wir ja auch am Freitag. Da standen ja die Arbeitsmarktdaten in den USA im Vordergrund. Das hat dann auch für deutliche Kurssprünge an den US-Märkten beziehungsweise an den US-Märkten gesorgt. Die sind etwas besser ausgefallen als erwartet. Wenn man in die Details mal reinschaut, kann man da in Teilen etwas unterschiedlicher Auffassung sein, aber das Gesamtbild hat erstmal dafür gesorgt, dass die Märkte hier doch deutlich nach oben angestiegen sind. Wir werden sehen, wie das Ganze heute entsprechend hier auch weitergeht. Der US-Markt bzw. die Futures, die in diese Richtung auch gehandelt werden, die scheinen die Tendenz vom Freitag auch ein Stück weit mitzunehmen. Der deutsche Markt sollte hier auch positiv mit beeinflusst werden, zumal wir auch ein paar positive Daten bekommen haben. Sie sehen es in den Tagesnachrichten von heute. Um 8 Uhr wurde die Handelsbilanz für Deutschland veröffentlicht. Es gab eine Prognose von 20,3 Billionen, die ist auch getroffen worden. Aber was interessant war, in meinen Augen zumindest interessant war, wir hatten hier unten bei den Exporten in Deutschland, Deutschland ist ja sehr exportlastig, die Wirtschaft, eine Prognose eines Wachstums für den Monat Mai von 0,8% und wir haben hier ein Wachstum von 1,8% gehabt, also deutlich mehr exportiert, als das die Voraussage erwartet hat. Das ist in meinen Augen doch ein positives Zeichen. Wir werden mal sehen, was der Markt entsprechend daraus macht in der Woche. Was gibt es heute an weiteren wichtigen Meldungen? So ganz so viel ist es nicht. Ich denke, das, was den Markt am meisten beeinflussen kann, ist das Thema der EZB-Rede, also beziehungsweise der Rede von EZB-Präsident Herrn Draghi. Heißt also, da müssen wir genau gespannt sein, was Herr Draghi sagt. Die Worte werden ja immer sehr, sehr arg und stark vom Markt auch beobachtet. Heißt also hier an dieser Stelle, alles wird auf die Goldwaage gelegt. Jedes kleine Wörtchen in Richtung Zinsänderungen oder Anleihekaufprogramm oder Inflation und so weiter und so fort kann dann doch zu deutlichen Ausschlägen an den Märkten führen in die ein oder andere Richtung. Das heißt, das so ein bisschen entsprechend auch im Hinterkopf behalten an dieser Stelle. Viel mehr an Nachrichten gibt es hier heute an wichtigen Nachrichten in Europa und den USA nicht. Das kommt dann erst im Laufe der Handelswoche. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch direkt in die Charts hinein. Vorbereitet habe ich für Sie heute einen Blick in den US-amerikanischen Index Dow Jones. Wir schauen mal wieder auf das Silber seit einer ganzen Weile und auch mal wieder mit im Programm der Chart vom Bitcoin im US-Dollar und damit direkt auch rein in die Charts. Und hier sehen Sie, was wir momentan haben. Ich habe jetzt hier für Sie mal aufgemacht, schon in der Vorbereitung, den Chart vom Dow Jones, also der 30 größten Unternehmen hier in den USA. Was sehen wir hier? Wir sehen erstmal ganz klar, ich hatte das ja in der Wochenanalyse auch gesagt, einen Markt, der hier nach unten gelaufen ist. Spannend ist jetzt gewesen, was passiert denn hier am Freitag nach den Zahlen der Arbeitsmarktdaten. Und hier sehen wir, der Markt ist doch schön nach oben gegangen und hat hier in diesem Bereich, wo wir sehen, diese Widerstände bzw. die Tageshochs hier oben, also ein leichtes Widerstandslevel hier in diesem Bereich um die 24.500 Punkte Marke, die ist jetzt nach oben genommen worden, ist sehr, sehr positiv zu sehen und das ist jetzt interessant an dieser Stelle, denn
Gerade für das kurzfristige Trading haben wir jetzt hier natürlich ein paar Tageshochs noch liegen. Also das eine ist schon fast genommen worden, das, oder man kann, naja, ich würde sagen, so sieht so aus, als wenn es schon genommen ist. Wir haben hier oben noch das nächste Tagestief mit liegen. Das heißt, der Markt geht ja erstmal noch ein Stückchen runter. Wenn sich das Ganze hier ergibt, dann stehen halt, wie schon gesagt, auf der Oberseite einige interessante Tagestiefs mit auf der Agenda für heute. Also das heißt, das erste war ja gewesen bei 24.000, was haben wir, 24.616. Das ist dieses hier gewesen. Da ist der Markt jetzt erstmal rangelaufen, noch nicht drüber. Schauen wir mal, was da wird. Und der nächste liegt relativ nah dran bei 24.669 Punkten, gefolgt dann hier oben von diesen nächsten Tageshochs. Muss man schauen. Ich denke, die sind für eine normale Tagesbewegung fast zu weit weg. Aber es ist ja nichts unmöglich heutzutage bei den Märkten. Heißt also, wir sollten diese oberen Tagescharts bzw. diese Tageshochs aus dem Tageschart auch noch mit beachten. Wären dann also noch die 24.795 und die 24.863 Punkte hier auf der Oberseite. Für diejenigen, die auch gerne einen Blick mal in die Unterseite schauen, weil sie sich sagen, wenn der Markt nicht so wirklich hier oben über dieses Tageshoch von 25.06. sich drüber traut, dann ist es ja interessant, auch mal auf die Unterseite zu schauen. Dann steht natürlich erstmal hier das Tagestief von heute bei 24.452 Punkten zur Debatte, gefolgt dann hier unten. Sie sehen es, ich habe es Ihnen mal zur Information her eingezeichnet. Falls der Markt doch nach unten drehen sollte, hätten wir hier die Tagestiefs liegen um die 24.240, 24.128 und dann natürlich hier unten kurz vor diesem Tief hier bei 24.039 Punkten die Marken hier. Interessant an dieser Stelle ist auch Folgendes. Hier haben Sie mal die 200er-Tagelinie mit im Chart drinnen. Da hat der Markt ja schon das ein oder andere Mal mit dieser Linie auch gearbeitet. Was jetzt anders ist, ist die Tatsache, hier kamen wir von oben und sind immer abgeprallt. Jetzt sind wir wirklich mal drunter gelaufen und hatten von unten halt sozusagen mit dieser Linie zu tun. Hier ist er auch ein paar Mal abgeprallt und hat jetzt den Weg halt wieder drüber gefunden. Muss man sehen, was jetzt hier geht, was passiert. Interessant auf alle Fälle für das kurzfristige Trading ist die Situation, dass wir jetzt im Stundenchart sozusagen einen Aufwärtstrend haben. Ich zeichne Ihnen das mal ganz kurz ein. Also das hier ist sozusagen der Aufwärtstrend in der Stunde. Wir schauen auch gleich mal in die Stunde. Die Stunde steht jetzt auch relativ weit in ihrer Bewegung, aber nichtsdestotrotz ist da ein Aufwärtstrend da, der stellt sozusagen die Korrektur der vorangegangenen Bewegung dar. Und hier sehen Sie mal, was wir haben. Das heißt, wir hatten ja die Bewegung, die Korrektur und jetzt hier einen aufwärts laufenden Markt mit einem untergeordneten Stundentrend. Und das ist halt dann interessant, gerade für das kurzfristige Trading. Wir haben jetzt hier die weite Bewegung. Jetzt geht der Markt so leicht in die Korrektur. Wir müssen einfach mal sehen, was hier passiert. Wir haben jetzt hier etwas Korrektur. Und wenn der Markt hier unten wieder raustritt, dann, ja, liebe Zuschauer, dann ist wieder der Moment gekommen, wo ich dann auch sehr gerne mal noch eine dritte Zeiteinheit dazu nehme. Das heißt, der Trend, der Aufwärtstrend der Stunde ist dann der Trendgeber für die Handelsideen. Und wenn wir uns dann mal die 5 Minuten anschauen, dann sehen wir halt, wie wir von unten nach oben rauskommen. Hier war sozusagen das Letzte. Ich will Ihnen das mal ganz kurz zeigen hier. Das war jetzt über Nacht, aber so sieht das Ganze aus, wenn sowas von unten rauskommt oder so, wie auch hier entsprechend. Der Markt lief hier nach unten weg und hat dann hier unten gedreht, nach oben hin, und dann schob der Markt schön nach oben. Hier haben wir auch wieder eine schöne Korrektur gehabt, und dann hat der Markt hier auch schön nach oben geschoben, und so etwas kann jetzt hier unter Umständen auch passieren. Sie sehen auch hier, dieser letzte Markt, der hat jetzt hier in den 5 Minuten schon einen Abwärtstrend entsprechend auch gebildet, und wenn dieser Trend zu Ende ist, wenn er wieder nach oben geht, dann hätten wir die Situation, dass die Korrektur in der Stunde wahrscheinlich auch beendet ist. Muss man sehen, wie weit das überhaupt runterläuft und danach nach oben zu laufen. Also hier schauen wir einfach mal auf das Gesamtbild. Das Ganze können Sie übrigens auch im DAX machen. Ich schaue mal außerhalb der Sachen, die ich heute für Sie vorbereitet habe, ganz kurz noch in den DAX hinein. Da haben wir ja jetzt auch schon die Marke liegen, und wir sehen auch hier, haben wir in diesem Bereich hier um die 12.500 Punkte einen Widerstandsbereich liegen, wo der Markt auch nach oben läuft, und hier sind wir gerade auch so ein kleines bisschen, ich will jetzt nicht sagen gefangen, aber wir liegen halt an dieser Marke, wo der Markt jetzt rangelaufen ist. Hier haben wir die 12.500 Punkte Marke, hatten wir hier unten, also hier oben in diesem Bereich, was haben wir, 12.500 und knappe 60 Punkte, das ist so ein Widerstandsbereich, den wir auch in der Stunde sehen, wenn man da mal reinschauen. Und hier ist jetzt halt auch die Frage, wo geht's weiter, wie geht's weiter? Also schauen wir mal hier im DAX kurz in den Stundenchart. Auch im DAX sehen wir logischerweise hier einen Aufwärtstrend. Ich nehme mal ganz kurz diesen Indikator raus, den brauchen wir hier nicht. Hier, die Stunde läuft momentan auch in ihre Korrektur hinein. Also Sie sehen auch sehr schön den Stundentrend hier nach oben laufen.
Korrektur haben wir jetzt. Warten wir einfach mal ab, was hier passiert. Ich hatte ja am Freitag auch gesagt, wir haben definitiv im DAX momentan einen Abwärtstrend. Das, was wir jetzt sehen, ist die Korrektur im Abwärtstrend. Aber für die kurzfristigen Trader ist es ja auch immer interessant, was hier läuft. Und da haben wir momentan die aufwärtsgerichtete Stunde. Das heißt, hier schauen wir mal, was hier passiert an diesem Bereich. Und dann haben wir auf alle Fälle den Markt offen für unsere Trades. Heißt, die Korrektur könnte ohne weiteres in diesem Bereich bis hier runter laufen. Wenn der Markt stark bleibt, ist das oft gar nicht zu erwarten, dass er so tief nach unten läuft. Heißt also vom Prinzip her, hier sehen wir ja schön diesen Bewegungstrend, den wir hier auch nach oben hatten. Also die Bewegung in der Stunde ist ja trendförmig gelaufen. Das sehen wir auch in den kleinen Zeiteinheiten. Und wenn wir jetzt nach unten laufen und das Ganze mal in den 5 Minuten beispielsweise anschauen, dann haben wir hier auch die Situation, dass wir hier das Korrekturtief hatten. Hier ist der Markt nochmal drüber gedutzt. Jetzt läuft er hoch. Wenn die Korrektur weitergeht, läuft sie nach unten. Wenn sie dann wieder rumdreht, dann haben wir hier die Situation gegeben, die wir haben, wo der Markt wieder hochläuft. Und das ist der Bereich, den ich Ihnen gerade gezeigt hatte hier, wo sozusagen die Stunde mal das Halt sozusagen gemacht hat. Hier sehen Sie, dass das war dieser Bereich um die knapp 12.500 Punkte Marke. Und das ist jetzt ein Bereich, wo ich erstmal nicht ausschließen wollen würde, dass der Markt dort runterläuft. Also wir sollten uns hier auch im DAX auf die Lauer legen, um zu schauen, was da ist. Roman, einen schönen guten Morgen. Schön, auch dich hier mal wieder im Webinar live dabei zu haben. Also das außer der Reihe mal zum DAX. Ich würde sagen, gehen wir dann mal zum Silber über einen kleinen Augenblick. Ich hole den Silberchart auch direkt mit hinein. Hier auch auf alle Fälle mal der erste Blick in den Chart hinein. Was fiel hier auf in der Vorbereitung des Ganzen? In der Vorbereitung des Ganzen haben wir gesehen, es hat sich hier innerhalb des Charts, ich mache das mal kurz ein bisschen kleiner, dass wir etwas mehr nach unten hin auch sehen, hat sich hier so ein Dreieck innerhalb dieser Korrektur hier entsprechend gebildet. Eine Situation sozusagen, wo die Kurse von oben stark nach unten gekommen sind, aber unten die Hochs auch leicht angestiegen sind. Und das sind sozusagen Korrekturmuster, die sich in Normalfällen sozusagen in irgendeiner Art und Weise in der Regel in Trendrichtung nach unten brechen. Aber wir haben halt hier eine Korrektur, die noch nicht ganz zu Ende gewesen ist. Das heißt, hier stehen halt die zwei Möglichkeiten offen. Das verengt sich halt an dieser Stelle immer massiv in so ein Dreieck rein, die Kurs. Und es kann halt immer zu Ausbrüchen in beide Richtungen kommen. Wichtig ist das halt jetzt hier, wir haben jetzt einen Abwärtstrend, der nach oben hin korrigiert. Wir haben nach oben hin auch noch ein Stück weit Luft. Sie sehen hier diese Linie, die ich eingezeichnet habe, diese untere, das war ja die untere Begrenzung der Trading Range, die wir hier lange Zeit gültig hatten. Das wäre dann auch ein nächster Anlaufpunkt, der als Widerstandslevel gelten könnte, wenn die Korrektur doch etwas weiter reinläuft. Momentan hängt der Markt so ein bisschen hier oben um die 16, knapp 16, also 16,16 Dollar für die Feinunze im Silber. Muss man mal schauen, was hier passiert. Wichtig ist halt, wir haben den Markt übergeordnet in der Short-Richtung. Heißt also hier Umkehrsignale, auffallende Kurse wären im Sinn des Trendhandels, beziehungsweise viele Handelssignale basieren ja auf den Trends, die wir in den Märkten haben, wären hier an dieser Stelle erst einmal zu bevorzugen, wenn wir den Tageschart entsprechend hier als Richtung nehmen. Diejenigen, die sich das Ganze auch etwas kurzfristiger anschauen, die sich sagen, Mensch, wir möchten vielleicht die Korrektur im Tageschart handeln, dann das Ganze über den Stundenchart gestalten, die schauen sich das Ganze mal im Stundenchart an und hier haben sie halt innerhalb dieses Dreiecks diesen abwärtsgerichteten Markt. Hier verengt er sich immer mehr und jetzt haben wir wirklich die Situation, dass sozusagen dieser Abwärtstrend, den wir hier unten haben, ich zeichne Ihnen den gleich mal in den Chart mit ein, also hier grob mal skizziert, hat man hier sozusagen den Trend nach unten laufen. Dann gab es dieses Getingel hier unten rein und jetzt hat es das Ganze auch gebrochen und wer sich das Ganze untergeordnet mal anschaut, wir haben dann hier sozusagen jetzt auch einen Trend, der nach oben läuft. Das heißt, wir haben jetzt hier Bewegung, gut, dieser Spike ist jetzt da, das passiert an den Märkten immer mal. Da muss man sehen, was der Markt daraus macht. Und jetzt haben wir hier die starke Bewegung nach unten. Das heißt, wir haben jetzt hier untergeordnet einen Aufwärtstrend in der Stunde, der diesen Abwärtstrend hier sozusagen gebrochen hat. Und das sind die Dinge, die jetzt hier zusammenfließen. Setzt sich das Ganze nach oben fort, dann haben wir natürlich diesen Fall, dass der Markt hier nach oben noch etwas rein möchte. Wir müssen jetzt einfach nur abwarten, was der Markt in diesem Widerstandsbereich hier oben macht. Und das ist der Grund, weshalb man auch immer mal in den Tageschart hineinschauen sollte, auch für die kurzfristigen Trades, weil wir haben jetzt hier die Tageshochs, ich mache das mal etwas größer für sich, wir haben jetzt hier die naheliegenden Tageshochs entsprechend, haben wir schon abgefrühstückt, das heißt, der nächste Tageshoch ist schon ein ganzes Stück weit weg, da muss man einfach schauen, hat der Markt überhaupt die Kraft, dort oben hinzulaufen oder sehen wir hier sozusagen das Limit erstmal erreicht, der Widerstand hier oben in diesem Bereich zu groß und den Markt rumdrehen und diese Frage können wir uns dann sozusagen beantworten lassen für oder beziehungsweise von den kleineren Zeiteinheiten, wenn der Markt
das Thema nach unten hin spielt. Dann haben wir natürlich auf der Unterseite auch ein paar Anlaufpunkte. Das heißt auf alle Fälle erstmal das Tagestief von heute bei 16.017, also bei knapp 16.02. Und dann haben wir hier zwei Tagestiefs, die auch relativ eng aneinander stehen. Und hier unten dieses Bewegungstief im Bereich der 15.77. Wenn das Ganze gebrochen wird, dann gibt es aus der Historie heraus, da zoome ich mal etwas kleiner, dass wir das auch sehen können. Schauen Sie hier aus der Historie heraus, hier hinten haben wir bei 15.62 noch einen Anlaufpunkt, der dann, wenn sich diese Bewegung nach unten fortsetzen sollte, auch einmal dafür genutzt werden kann, um angelaufen zu werden. Also das heißt, dieser Bereich könnte auch als Unterstützung in diesem Markt entsprechend gelten. Das heißt, wir müssen hier auch erst einmal schauen, was der Markt macht. Die Situation ist jetzt, wie sie ist. Wir sind nach oben aus diesem Dreieck ausgebrochen. Jetzt verharrt der Markt hier oben und damit wechseln wir in die dritte, in den dritten Chart für den heutigen Tag. Und zwar habe ich ihn mal als Blick mitgenommen, den Bitcoin an dieser Stelle, da haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr reingeschaut, aber immer noch ein Markt, der hier deutlich abwärts gerichtet ist, allerdings für aktive Trader auch immer mal sehr, sehr schöne Möglichkeiten gibt. Und ich habe jetzt hier den Markt einmal genommen, weil er an einer interessanten Stelle momentan verweilt. Sie sehen jetzt hier entsprechend mal den Bewegungstrend, den wir hier nach unten hatten, das heißt Bewegungstrend daher, weil übergeordnet das Ganze hier, Sie sehen es ja, dieses große Bild, was wir hier haben, schwingt ja sozusagen immer in Aufwärts- und Abwärtsbewegungen sozusagen, und diese Aufwärts- und Abwärtsschübe sind halt häufig sozusagen in Trends auch organisiert, und deswegen sage ich, das ist jetzt hier der Bewegungstrend nach unten, weil wir halt übergeordnet in diesem Bereich Short sind. Alles verengt sich hier unten irgendwo um den Bereich von 5.837 Dollar. Und jetzt haben wir hier die interessante Situation. Wir sind momentan hier in diesem Bereich hier drüben. Ich zoome das mal etwas weiter hinein. Wir hatten hier ein Korrekturhoch oder haben hier das Korrekturhoch bei 6.811 Punkten. Und schauen Sie mal, der Markt verweilt hier innerhalb oder sehr nahe an diesem Punktebereich auch. Und das ist jetzt der interessante Punkt, wo so ein Spannungsumfeld entsteht. Und dieses Spannungsumfeld kann sich natürlich nach oben oder auch nach unten auflösen. Heißt also vom Prinzip, wenn wir hier sozusagen nach oben laufen würden, ich zeichne Ihnen das mal ganz kurz ein, dann würden wir hier mit Überschreiten dieser Marke erst einmal einen untergeordneten bzw. einen Aufwärtstrend hier generieren, der dann an dieser Stelle hier diesen Bereich überschreitet, heißt also diesen Bewegungstrend, es ist ja eigentlich ein eigenständiger Trend, nur Bewegungstrend im übergeordneten Bilde halt die Abwärtsrichtung, dann könnten wir hier eine Aufwärtsbewegung bzw. einen Aufwärtstrend bekommen, und Anlaufpunkt ist, wären dann erstmal hier dieser Bereich, den ich Ihnen eingezeichnet habe, der erste Bereich um die knapp, was ist das, um die knapp 7.700 US-Dollar-Marke, gefolgt dann hier, wer kauft nach mir, wir sehen es hier im Trend, die Absicherungsniveaus haben wir hier, die 8568 US-Dollar-Marke, die wir als nächstes nach oben haben, wenn sich hier doch deutlich Weg nach oben wieder aufzeichnet, und dass das immer wieder passiert, so eine starken Schübe nach oben, auch in einem übergeordnet abwärtsgerichteten Markt, das sehen wir hier, wie weit der Markt hier teilweise auch zurücklaufen kann, was da also auch passiert, und das ist das, was für die kurzfristigen Trading-Ideen auch wirklich ausschlaggebend ist. Wenn wir hier den Druck nach oben bekommen, dann sind das Anlaufbereiche, die wir hier im Markt sehr, sehr schön sehen können, wo uns der Chart sozusagen die Frage beantwortet, wer kauft nach. Und sollte es nicht dazu kommen, dass der Markt hier diesen Aufwärtstrend bildet, das ist ja lediglich eine Handelsidee, die wir antizipieren könnten, dann wäre es natürlich die Sache, dass der Markt hier wieder abprallt und von diesem Level hier oben tief korrigiert hat sozusagen, also technisch zumindest tief korrigiert, so wirklich wahnsinnig viel ist es ja visuell jetzt hier nicht. Ich meine, gut, das sind auch immerhin, was haben wir hier, 900, knapp 5.900, ja, es sind ja gute 800 US-Dollar hier dazwischen, also das ist schon einiges an Raum, was man auch nutzen kann. Von der Seite her ist auch die Chance gegeben, wenn wir hier oben abprallen, dass der Markt wieder hier unten ranläuft. Und da haben wir sozusagen, wenn wir nach unten laufen würden, hätten wir erst einmal hier unten die diesen Tiefbereich hier in diesem in dieser Gegend von 6.400 US-Dollar. Dann haben wir hier noch ein Tagestief von 6.233 US-Dollar, wo der Markt runterlaufen kann und hier sozusagen das Tief dieser Bewegung hier unten bei 5.747 Punkten als Anlaufpunkt. Und danach, wenn diese Marke auch gebrochen wird, schauen wir etwas in die Historie des Charts hinein. Und da haben wir hier die Anlaufpunkte aus diesen Bewegungen heraus. Das heißt, wir haben hier einen Tiefbereich von 5.348 beziehungsweise hier diesen Peak nach unten von knapp 5.080 Punkten, den wir liegen haben an den Tiefs dieser
Korrekturen und dann haben wir hier noch dieses Ausbruchslevel, wo der Markt von unten rausgekommen ist und hier erstmals ein neues Hoch gemacht hat damals. Das war ein neues Hoch bei knapp 4.900 Punkten. Dieser Bereich gilt dann auf der Unterseite auch noch irgendwo als Anlaufpunkt. Und an dieser Stelle bin ich mit den heutigen Handelsideen mit der Besprechung soweit durch. Ich hoffe, das hat Ihnen wieder ein paar Ideen gebracht, wo Sie Ihre Trades vielleicht auch gut mit planen können. Wenn ja, freut mich das sehr. Da wünsche ich Ihnen auch gute Trades. Damit wir lesen morgen früh wieder voneinander. So spätestens um 8 Uhr ist der Blogbeitrag auf Tickmill Online und um 8.30 Uhr sehen wir uns hier, wenn Sie mögen, hier an dieser Stelle wieder live bei der Besprechung der Handelsideen. Also allen gute Trades, Ludger. Ich freue mich für die Grüße. Also allen einen angenehmen Handelstag und vielleicht bis morgen. Machen Sie es gut. Ihr Mike Seidel.